Moinsen, Kittenkorbler. Hallo. Servus. Grüezi und hallo. Was? Ich habe leider kein Geschenk für dich. Warte, ich kann dir eine Mütze geben. Servus, hier. Das ist das Einzige, was ich dir geben kann. Eine Mütze, habe ich gedacht. Münze. Nee, ach so. Eine Münze. Eine Sesterze, eine römische Sesterze. Ja. Nee, also oben ist die Truhe, wo du deine Azaleen drinne finden kannst. Ich habe sie schon abgeholt. Okay, wunderbar. Ah, das. Die legendäre Insel hier. Ne? Also ich weiß gar nicht, wo ich den lieben Nico nachher hinführen soll, in welche Himmelsrichtung. Nein, ich hab ihm gesagt, nein, er soll sich das selber aussuchen. Ja. Oder ich kann ihn ein bisschen rumführen, das mache ich sehr gern. Wenn er das so will, dann kannst du das gerne tun. Ja. Nee, ansonsten habe ich ihm gesagt, er kann sich eigentlich überall ansiedeln, wo er will. Ja. Wenn er will hier gleich, dann ist er bei mir in der Nähe und kann sich gleich Unterstützung holen. Kann er sich gleich da drüben in den Fichtenwald reinhauen, das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, stimmt, da in diesem eisigen Zwischending, da wohnt ja bisher noch keiner. Ne? Nee, ich meine auch von mir hier aus, warte mal, in Richtung Süden. Da ist ja genug Fichtenwald, er kann sich da auch gleich an der Küste irgendwie bequem machen. Ich sag zwar immer, baut in gebührendem Abstand, aber auf der anderen Seite sage ich halt auch, da drüben habe ich nie vor zu bauen, da werde ich mich niemals hin erweitern. Insofern ist mir das auch mal Jacke wie. Ich finde irgendwie, mein Portalraum ist, finde ich, extrem eindrucksvoll geworden. Also ich finde den richtig super. Ah ja? Also. Findest du ihn voll leiwand oder was? Ja, der ist wirklich urleiwand, also. Ja. Hat alles, was ein Portalraum braucht, ne? Und wie heißt nochmal diese Band jetzt nochmal, die du da immer in meinem Let's Play hast? La Brass Banda. Ne? Liebe Leute von heute von La Brass Banda, wenn ihr eure Musik in diesem Let's Play und auch in meinem Singleplayer-Let's Play hören wollt als Gastmusik, dann schickt mir doch mal ein paar digitale Alben von euch. Ich werde euch fürstlich dafür entlohnen, indem ich euch halt Öffentlichkeit biete. Ja, jetzt wollen wir auch mal sehen. Nee, also Lapras-Banner, glaube ich. Hast du nicht zu den Jungs und Mädels irgendwie Kontakt? Nee, leider nicht. Die sind leider zu bekannt, muss man fast schon sagen. Die haben auf Spotify 300.000 monatliche Hörer. Also, holy shit. Mhm. Das haut ja rein. Ja. Da muss ich ja noch lange für arbeiten, dass das passiert. Mhm. Ja. Ja, und sie sind auch verhältnismäßig. Jung tatsächlich, also eine junge Band auch. Ich glaube, die sind jetzt erst 15 Jahre alt. Dann ist es, dann ist es ja kein... 15 Jahre existiert die Band, ja. Ich dachte schon, die sind 15 Jahre alt. Nein. Alle zusammen so, zusammengenommen alle. Das wäre ja was. So, liebe Leute von heute, das Lagersystem nimmt langsam Form an. Und warum habe ich eigentlich immer noch keinen grünen Farbstoff, um mein Bett zu färben? Ja, hallo, ihr lieben Hühner. Ja, servus. Die lieben Hühner. Ihr lieben Hühner. Leiter. Ja, das finde ich ja... ich habe grünen Farbstoff. Na, Halleluja. So, siehst du eigentlich auch immer diese Meldung Server save the game? Ja. Spiel wird gespeichert. Steht bei mir. Das finde ich seltsam, das finde ich leiwand irgendwie. So. Aber das liegt, glaube ich, am neuen Server. Ja, die haben da wohl irgendwie ein anderes System, wie das gespeichert wird und so weiter. Ich hatte heute auch einen ganz, ganz netten Chat, nachdem ich am Anfang so ein bisschen missmutig gegenüber den Jungs war und den Mädels. Mhm. Hatte ich einen ganz netten Chat mit einem Mitarbeiter von Nitrado. Und ich muss ganz einfach sagen, doch. Der Service ist schon ganz geil. Und der Server läuft ja auch ruckelfrei, wie man sieht. Ne? Also ich habe jetzt hier noch nichts gemerkt, dass in irgendeiner Form es geruckelt hat. Oder du? Hast du irgendwas mitbekommen? Nö. Siehste? Also bisher noch alles wunderbar. Schlafen oder? Ja, können wir gern machen. Okay. Schlosser. Also, so, jetzt müsste gesagt, eigentlich dein Nico schon längst da sein. Ja, es ist genau 19:30 Uhr. Nico! Er ist online, also
könnte ja vielleicht bald mal kommen, ne? Eben hatten wir gerade wieder einen schönen Discord-Glitch. Oh nein! Na gut. Ja, also, ich hätte jetzt, ich hätte jetzt Bock, eventuell irgendwie entweder nochmal auf Bastion oder auf eine Höhlentour irgendwie bei dir in der Lush Cave. Um uns ein bisschen Stein mal zu sammeln. Für meine Gürsche. Was für Stein willst du? Ja, ganz normalen Stein tatsächlich, den ich dann einfach zu Steinziegeln machen konnte. Ne? Mhm. Du meinst jetzt Bruchstein? Nee, Stein, den ich mit meiner Behutsamkeit Hitzspacke abbaue. Meiner Behutsamkeit. Behutsamkeit, ja. Das ist nicht so gut an wieder mal. Ach, wunderschön. Ach Gott. Behutsamkeit. Behutsamkeit, ja. Versuch's mal mit Behutsamkeit. Mit Ruhe und Behutsamkeit. Behutsamkeit. Ist das hier wieder. Ach, ist das hier wieder schön, schön albern, das Ganze? Ja. Also mir gefällt's. So. Ja. Leiter! Ich glaube, ich komme jetzt einfach mal zu dir. Leiter! Wir brauchen Baumaterial. Und ich habe tatsächlich auch mal ein bisschen in einer Testwelt rumexperimentiert, wie das aussehen könnte bei meiner Gürsche. Und ich habe die Erkenntnis gewonnen, eine Kuppel vorne sieht aus. Also die Hässlichkeit lässt sich dann nicht in Worte beschreiben. Ich sag's so, ne? Okay. Hier habe ich ja Bruchstein, alles klar. Ich bin gerade hier so ein bisschen am Schwächeln. Haben wir denn hier noch Blackstone? Warum habe ich Blackstone? Woher habe ich das? Ach so, ja, aus der Bastion, kurz. Jo. Um den ist ja ganz still geworden. Moin, Kindkurmler, ich sehe dich. Ja, servus. Gehört's dir und hallo. Ich glaube, ich gehe mal hier runter, ne? Wo ist denn die Lush Cave? Oh, die ist wo ganz anders. Die ist drüben in der Mine. Ach, stimmt. Ja. Müssen wir ja mit dem Boot drüben überfahren. Ja, beute mir aber die Mine nicht zu sehr aus. Nimm nicht zu viele Rohstoffe mit. Bam! Ja, ich klaue dein Boot. Wieder schauen und reingehauen. Jetzt weiß ich auch, wo die ganzen Boote geblieben sind. Warte mal. Irgendjemand ist gerade, hat geschrieben. Kleinen Augenblick, Nico hat in seinem eigenen Kanal. Warum schreibt er nicht im... ich bin dann soweit. Ja, super. Da kommen wir drauf. Moment. In ja. Den... Hauptkanal will nicht immer wechseln. So. Ja, liebe Leiter von Heite, ihr seht jetzt erstmal nur Pausebildschirm, weil ich muss den Nico hier ins Spiel holen. Oder wollen wir erstmal mit der Aufnahme Pause machen und dann weitermachen, wenn der Nico da ist? Das können wir tatsächlich auch mal machen. Apropos, hier bei der Mine ist ein weiteres Boot von dir, ne? Also. Ja, so, gut, liebe Leute von heute, ich verabschiede mich jetzt erstmal. Entweder bis gleich oder bis übermorgen, dann ist der Nico mit so dabei. So ist es. Genau, dann sehen wir uns. Bis dann, servus. Hallo, liebe Leute von heute, wir sind wieder da. Und da ist der Longs, beziehungsweise Nico und der Herr Kittenkurmler jetzt in Eintracht zusammen. Warte mal, ich habe hier gerade... ich muss mal kurz umschalten, dass ich uns alle dreimal sehen kann. Moment. Ja. Sieht doch gut aus. Ich komme noch mal rüber zu euch. Moment. So. Das sieht cool aus. Das sieht gut aus. Ja. Jo. Alles klar. Ich mache mal wieder auf die Normalansicht und mal wieder das HUD an. Ja. Ja, Nico, such dir eine Heimat. Warte mal, ehe du dir eine Heimat suchst, ich kann dir ein bisschen was geben. Dazu müssen wir in meine Base gehen. Ja. Hier, nimm erstmal dieses Eisen. Och, danke schön. Ich hätte noch ein Schild und vielleicht teilen wir hier kommunistisch zwei Leinen für dich. Hier hätte ich noch. Nimm mal diesen Crafting-Tisch. Auch immer wieder wichtig. Ein bisschen Holz habe ich. Hier hast du noch eine Axt. Ein bisschen Erde. Das nehme ich mal willkommen, Geschenk. Klamotten habe ich momentan nicht für dich. Du siehst, ich kann dir aber welche machen hier.
Ach, ich kann auch selber machen, weil 42 Eisen, ich glaube, das reicht schon. Gut. Nico, kommst du mal kurz mit? Ich muss dich einmal kurz entführen. Komm mal kurz mit. Also, hier drüben, wenn man hier hochschaut, da irgendwo. Also, du kannst, wenn du willst, überall rundherum bauen, wenn es dir nicht zu kalt ist, da hinten. Doch, das macht mir nichts. Da hinten, also in der Richtung, wo ich jetzt zeige, bitte nicht, weil da ist meine Mine. Da möchte ich eigentlich nicht, dass da irgendjemand was draufsetzt. Ansonsten kannst du auch gerne zu Herrn Kittenkurmler gehen. Jo. Oder Herr Kittenkurmler, du kannst ihm auch deine Datscha hier drüben überlassen. Die ist ja immer noch da. Das ist richtig, aber dann fahren wir am besten mit dem Boot dahin, würde ich sagen. Dann hätte er nämlich gleich, eine Location. Ja, das stimmt. Hättest gleich ein Haus. Dann das erste Haus, was es hier jemals auf diesem Server gab, ne? Ja, das ist richtig. Das ist sogar vor meinem entstanden. Entstanden vor 11 Monaten genau, ne? Ja, irgendwie schon. So, ihr beiden, Dann habt mal Spaß. Ich mach mich wieder an meine Arbeit. Ach dann ja, schlafen. Mal. Warte mal, ich mach mal kurz Timeset Day. Und nochmal Weather Set Clear. Dann steig ich hier am besten in ein Boot. Ich habe halt gar keine Boote mehr. Hier im Hafenbecken, ne? Nico, übrigens, du hast eigentlich die Möglichkeit, sämtliche Befehle auszuführen, aber bitte momentan nur Timeset und Weather, wenn nötig, ne? Ach so, ja. Alles klar. Weil cheaten wollen wir hier nicht, weil... Ich cheate nicht. Nee, wegen Publikum, nicht wegen uns, sondern wegen Publikum. Das Publikum soll sehen, dass wir hier alles in vernünftiger Sache machen. Jo, okay, ja. Super. Dann fahren wir mal Richtung Sommerhaus, würde ich sagen. Tschüss, Honk. Jo, tschüss. Dann haben wir das jetzt auch am Start. Das dürfte nämlich hier hinten irgendwo sein, ja. Das Problem ist, damals war hier noch kein Eis. Auf diesem Ozean hier. Ja, das hat MCA Selector gemacht. Scheiße, jetzt habe ich das Eisen weggegeben und weiß gar nicht mehr, wo ich... Ja, auch das war genau da hinten. Hier. Da siehst du es vielleicht schon, wenn du... mit F5. Du bist so ein Glückspilz, du kriegst gleich ein Haus. Ja, das nutze ich nämlich nicht mehr. Weißt du, wie blöd sagen. Ich bin? Jetzt habe ich mein ganzes Eisen weggegeben und habe selber keins mehr. Oh. Nee, das macht nichts. Ich gehe jetzt hier runter in meinen Schacht und werde ein bisschen Eisen farmen. Da wird sicherlich irgendwas sein. Behalt es in Ehren. Du hast hier gleich mal einen Anleger. Das Boot lasse ich dir, glaube ich, auch gleich da. Oder ich fahre damit zurück. Meine Lieben, ich kann mir selber besorgen, weil das so viel ist. Dann fahre ich zurück. Ja. Ja. Bis dann. Wie selbstlos ich bin, dass ich einfach so mein Eisen weggebe. Der barmherzige Honker Rita, ne? Ja, ja. Rita? Wer ist Rita? Herr Kettenkrumpler, da sind noch Sachen drin von dir. Ja, ich glaube aber nicht allzu viel Wertvolles, oder? Feuerzeug, also eine Menge Feuerzeug und ja, ich schaue noch mal kurz rein dann, aber ich glaube nicht, dass ich glaube, da habe ich eigentlich alles Wichtige mitgenommen. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ja, so, die Schatzkarte habe ich, glaube ich, ihr beiden, kleinen Augenblick. Ich habe ich geplündert, aber ja, natürlich. Hast du ja, die legendäre Schatzsuche. Natürlich. Hey, ja, das war mein Superfail. Kannst du alles behalten. Herr Kittenkurmler, Nico, falls ich irgendwie zwischendurch nicht zu hören bin und ihr mich nicht erreichen könnt, dann habe ich mich stumm geschaltet, um mit dem Publikum zu reden. Ich habe mir vorgenommen, nicht immer... Das finde ich nämlich immer eigentlich irgendwie ein bisschen scheuse, wenn die Leute mit ihrem Publikum reden nur und dann quasi das dann in den Sprachchat reingeht. Ja. Das könnte bei mir vielleicht auch so sein. Ja. Bin aber noch nicht sicher. Also, ja, also bitte immer, wenn längere Monologe zum Publikum kommen, dann halt muten, das ist einfach nett. Ja. Ich habe eigentlich erst jetzt gerade im Vorbeifahren bemerkt, dass irgendwie dein Akazienholz von deinem Haus, Honk, irgendwie so ein bisschen aussieht wie die Wischversion von einem Kupfer. jedem anderen würde ich jetzt die Hammelbeine langziehen, von wegen Wischversion. Aber, Herr Kittenkurmler, Sie haben bei mir Jugendbonus. So,
Und nicht, gut, dass da wieder jemand, nicht, dass da wieder jemand was falsch versteht. Ich habe schon mal das gehabt, dass ich gesagt habe, Jugend, und dann hat irgendjemand Juden verstanden. Also das ist nicht der Fall. Nicht, dass hier irgendwie die falschen... ihr wisst ja gar nicht, wie blöd manche Leute sind, ne? Leiter! Warum Leiter! Seid ihr so blöd? Ja, ja, das, das möchte ich manchmal ins Gesicht schreien. Oder auch ins Gesicht meißeln, weißt du, so. Ja. Sag mal, was hatte ich jetzt eigentlich vor? Ach ja, Nico, wenn du vielleicht bei dir in der Nähe ein paar Minenschächte oder irgendwelche anderen Erzeugnisse von mir findest, das sind alles Sachen aus dem letzten Jahr, glaube ich. Unter anderem die Schatzsuche und auch ja, die Aktion in der Schlucht. Ja. Ach du Scheiße, hier ist gerade was passiert. Was ist da passiert? Was? nee, hier ist Wasser eingebrochen gerade in meine Höhe, in meinen Dings. In meinen Bums. Moment, Bums. Was ist das für ein Bums hier? Was für ein Bums ist das hier? Ja, wir machen durch bis morgen früh. Das können wir ja heute leider nicht, wahrscheinlich, ne? Nein, leider nicht. Aber es wohl morgen Sonntag ist. Ein bisschen gehen. Ja, morgen. Ja, du sagtest irgendwas von 11 bis 12 Uhr. Jo. Das sollte doch genug sein. Das für mich materialtechnisch auf jeden Fall. Dann habe ich 5 bis 6 Stunden. Ist okay. Ja. Ich mache mal Weather Set clear, weil ich möchte nicht, dass da oben irgendwas anfängt zu brennen. Habt ihr auch gerade Gewitter gehabt? Hä? Wer pustet da ins Mikrofon und versucht Gewitter nachzumachen? Das könnte echt sein. Das muss dir nicht leid tun. Und ihr hört schon, liebe Leiter von Heite, der Nico ist auch so ein Stiller, wie der Kevin am Anfang war. Der Kevin hat sich dann ja aber auch gemacht, also insofern, ihr wisst, später wird er dann eine Labertasche werden und wir werden ihn gar nicht mehr ertragen können. Ja, bei mir war es ja andersrum. Ich war am Anfang die tierische Labertasche, erinnere ich mich noch, ehrlich. Du bist es mehr oder weniger immer noch. Ja, richtig. liegt dir sehr viel an den Spinnweben hier unten? Oh Honk, in der Mine? Wieso? Keine Ahnung, weil ich sie sonst wegmache. Und hier stecken irgendwelche Spinnen in Steinen fest. Spinnen stecken in Steinen fest? Ja, an den Spawnern hier. Ja, ja, also die Spinnweben mag ich eigentlich auch gerne alleine haben, aber wenn sie dir denn so im Weg sind, dann, ne? Also ich weiß ja nicht, was du davor hast. Rotzige Giftspinne, wirklich ich. Ja, mach den Giftspinnen-Spawner bitte nicht platt, da will ich vielleicht noch irgendwas machen. Nein, da mache ich nur Fackel dran dann. Dass er also gemacht wird. Wenn du ihn schaffst, dann wäre ich dir dafür sehr, sehr dankbar. Das würde mir Arbeit sparen. Ich mache jetzt aber allerdings hier die Spinnweben weg. So, mit einfach ein bisschen einem tollen Wassereimer. Ja. Das ist doch Fake. Das ist Cheaten. Nein, das ist Minecraft Abuse. Du sollst das arme Minecraft nicht missbrauchen. Wie heißt es so schön? Es heißt im Buch Honk, erstes Kapitel, zweites Semester, da heißt es, du sollst den Herrn dein Minecraft nicht missbrauchen, auf dass es dir gut geht in dem Lande, das dir der Honk gegeben hat. Ach ja, schlieb, dass du ein Scheiß zu labern, das macht einfach viel Spaß. Ein Bestseller in unserer Sekte. Ja. Ach ja. Ja, also es gibt ja immer noch die Leute, die der Meinung sind, Leiter, die der Meinung Leiter! Sind, dass die der Meinung sind, wir hätten hier so eine Art Kult. Ja, Nico, willkommen, ne? Also, ist es gut, dass du keine Erstgeborenen hast, die wir opfern können? Das könnte sonst mal ganz schnell passieren. Also beim besten Willen, mach keine Kinder, solange du hier in der Sekte bist, weil die sind mal ganz schnell futsch. So. Amort verstanden! Ja, seht her, ihr lieben Leute. Hier haben tapfere Kämpfe stattgefunden, des Hong Ha. Ja. Und hier wurde er getötet. Sehe ich ja, hier seinen Todesort. Nee, das ist er, glaube ich, nicht genau, aber hier in der Nähe wird er sein. Wo habe ich denn meine Grünzeugtruhe hingemacht? Was ist da passiert?
Ach, das ist ein Barrel? Was macht ein fucking Barrel hier bei mir? Ah, ein bisschen Gold haben wir hier. Ich stell das mal hier hin.